Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um ein großes Thema, die Endometriose. Was genau ist denn eigentlich die Endometriose? Wie diagnostiziere ich sie? Was für Symptome macht die? Wie ist eigentlich die Therapie einer Endometriose? Und wo besteht die Schwierigkeit einer Endometriose für uns Ärzte und auch für die Patientinnen? Viele Fragen haben mich dazu erreicht. Jetzt gibt es noch mehr Antworten dazu. Viel Spaß beim Video. Die ersten Fälle der Endometriose werden schon so Mitte des 17. Jahrhunderts beschrieben. Groteskerweise ist das Interesse heutzutage an der Endometriose gar nicht so groß, obwohl es sehr häufig vorkommt und obwohl es einer der Hauptgründe ist für die weibliche Sterilität. Das liegt zum einen daran, dass das klinische Interesse nicht sehr groß ist und das wirtschaftliche Interesse nicht sehr groß ist. Warum ist das so? Das ist eine Erkrankung, die sehr schwer zu diagnostizieren ist. Und es ist eine Erkrankung, die sehr schwer zu therapieren ist. Das heißt, die Frustrationsrate bei der Patientin und auch beim Arzt sind relativ hoch. Das sind alles Gründe, warum diese Erkrankung heutzutage auch als Forgotten Disease, also vergessene Erkrankung, beschrieben wird. Man muss sich mal vorstellen, dass 4-30%, also 30%, ein Drittel aller Frauen von einer Endometriose betroffen sind. Das betrifft vor allen Dingen Frauen im gebärfähigen Alter, also im jüngeren Alter. Und man geht davon aus, dass die Endometriose bis zu 50% ursächlich ist bei Frauen mit Kinderwunsch und primärer Sterilität. Und da kommen wir auch schon zur Gretchenfrage, was genau ist denn die Endometriose? Eine Endometriose ist laut Definition das Vorkommen von Gebärmutterschleimhautzellen außerhalb dieser. Also wenn Gebärmutterschleimhautzellen außerhalb der Gebärmutter vorkommen, dann spricht man von einer Endometriose. Das ist in den meisten Fällen gar kein akutes Ereignis, sondern eine sehr chronische Erkrankung, die über Jahre hinweg Beschwerden machen können. Die Frage, die sich jetzt natürlich allen stellt, ist, wie kommt es dazu, dass Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterschleimhaut vorkommt? Und da gibt es verschiedene Theorien. Eine davon ist die Samson-Theorie und die beschreibt eine retrograde Menstruation. Was heißt denn das genau? Wir haben hier also, deswegen liebe ich dieses T-Shirt, man kann einfach Dinge erklären. Wenn das hier die Schleimhaut ist, die hier so angedeutet ist, dann kommt es ja im Rahmen der Menstruation immer dazu, dass die Schleimhaut aufgebaut wird. Und wenn es zur Menstruation kommt, blutet die eben in die Scheide, also nach hier unten, ab. Jetzt gibt es aber auch diese Theorie, dass die Schleimhaut, die hier abgestoßen wird, nicht nach unten abfließt, sondern hier über die Eileiter quasi in die Bauchhöhle, hier ist ja eine Öffnung quasi zu den Eierstöcken, in die Bauchhöhle gelangen. Und diese Schleimhautzellen, die hier retrograd quasi in den Bauchraum kommen, können sich überall rum ansammeln. Da ist Darm, da ist Bauchfell, da ist eine Blase, also überall da, wo diese Schleimhautzellen zu liegen kommen, können sie sich ansammeln und einsiedeln und dann kommt es natürlich menstruationsbedingt oder auch zyklusbedingt zu den Schmerzen. Das ist die Samson-Theorie. Eine weitere Theorie, die existiert, ist die Tissue Injury and Repair Theorie. Das heißt, wir haben ein Gebebe, was verletzt wird, auch hier wieder in der Gebärmutterschleimhaut, sind durch Mikrotraumen, durch Muskelbewegungen immer wieder kleinste Verletzungen, die dazu führen, dass andere Zellen und abgeschlifferte Zellen auch wegtransportiert werden. Der Gebärmutter ist ein riesiger Muskel und auch diese kann Bewegungen durchführen, diese einzelnen Muskeln, dass es auch zu dieser retrograden Verschleppung kommt und dann gelangen auch wieder Schleimhautzellen in die Bauchhöhle und da kann sich natürlich überall wieder diese Gebärmutterschleimhaut, die da nicht hingehört, ansiedeln. Eine dritte Theorie besagt, dass das alles embryologisch abläuft. Wir alle bestehen irgendwann aus so einer Urzelle, die nennen sich pluripotente Zelle. Die kann sich quasi in jede andere Zelle, in eine Muskelzelle, in eine Gehirnzelle, in jede Gewebezelle, die es so gibt im menschlichen Körper, umwandeln. Und diese embryologische Theorie besagt, dass einfach so eine pluripotente Zelle sich außerhalb der Gebärmutter eben in Gebärmutterschleimhaut, in Gebärmutterschleimhaut umwandelt und da eben auch zu diesen Absiedlungen von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter führt. Und was man auf keinen Fall nie unterschlagen sollte, ist die genetische Komponente. Man hat gesehen, dass das einfach familiär gehäuft vorkommt. Das heißt, wenn Mutter und Großmutter Endometriose hatten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man jetzt selbst auch Endometriose bekommt, weil da einfach eine genetische Veranlagung herrscht. Übrigens gibt es auch Risikofaktoren, wo man gesehen hat, da gibt es eine Korrelation. Korrelation bedeutet immer, die treten zusammen gehäuft auf. Das heißt jetzt nicht, dass das eine das andere bedingt. Und ein davon ist natürlich die genetische Prädisposition. Das hatten wir gerade. Wenn man genetisch vorbelastet ist, ist das Wiederholungsrisiko in der nächsten Generation einfach ein bisschen erhöht. Ein anderer Risikofaktor ist, wenn man sehr früh seine Tage bekommt, seine Regelblutung bekommt. Das spricht auch dafür, wenn dann eine Endometriose irgendwann mal diagnostiziert wird, würde man sagen, okay, das passt. Und was auch noch ein Risikofaktor ist, wusste ich bis dato auch nicht, eine sehr späte erste Schwangerschaft. Also wenn man sehr spät mal das erste Kind bekommt oder das erste Mal schwanger wird, das spricht auch dafür, wenn man dann eine Endometriose entwickelt hat
dass man sagt, okay, das passt. Jetzt ist es aber groteskerweise so, dass natürlich die Sterilitätsursache schlechthin auch eine Endometriose ist. Also das spiegelt sich so ein bisschen wider. Aber das sind jetzt so 3, 4 Risikofaktoren, die es bei der Endometriose auch gibt, die beschrieben sind. Und dann gibt es noch so ein paar Definitionen und Mediziner lieben einfach Definitionen, die die Lokalisation dieser Endometrioseherde beschreibt. Es gibt 3 verschiedene Arten, wo Endometriose vorkommen kann. Und weil es eben viel zu einfach ist, das irgendwie so zu beschreiben, hat der Mediziner dafür Namen. Und damit ihr es mal gehört habt, kauen wir die mal ganz kurz durch. Es gibt einmal eine Endometriose genitalis interna. Da sind die Endometrioseherde in den inneren Geschlechtsorganen, weiblichen Geschlechtsorganen der Frau, das ist die Gebärmutter, und da ist vor allen Dingen die Muskulatur der Gebärmutter betroffen. Das heißt, dann gibt es Endometrioseherde, Schleimhautherde von der Gebärmutter, die aber in der Muskel, im Muskel sitzen und da natürlich immer periodisch Schmerzen verursachen können. Ganz oft kommen diese Endometrioseherde in der Muskulatur hier oben bei dem Abgang der Eileiter vor. Also da ist ganz besonders eine Prädilektionsstelle von diesen Endometrioseherden im inneren weiblichen Geschlechtsorgan. Dann gibt es noch eine Endometriose genitalis externa. Das kann man sich so vorstellen, ist ein Vorkommen von diesen Endometrioseherden außerhalb der Gebärmutter, was wir eben hatten, sondern in den anderen Organen, die also sind in den Eileitern, in den Eierstöcken, in dem Bauchfell, also alles, was rund um die Gebärmutter noch so ist, da kann natürlich auch Endometriose vorkommen und das nennt man dann genitalis externa. Übrigens ist damit auch die Scheide oder auch die Vulva gemeint. Das heißt, diese Endometrioseherde können auch nach unten durchwandern und in der Scheide sich ansiedeln oder sogar am äußeren Geschlechtsorgan an der Vulva sichtbar sein. Und weil das alles natürlich viel zu leicht wäre, gibt es noch einen dritten Begriff, die Endometriosis extragenitalis. Hört sich ein bisschen ähnlich an wie das eben, ist aber was ganz anderes gemeint, sondern alle Endometrioseherde außerhalb dieser weiblichen Geschlechtskompartimente nennt man dann extragenitalis. Das kann so weit gehen, dass da sogar Endometrioseherde im Gehirn vorkommen, im Zwerchfell, Leber, Lunge, Darm, also alles kann im Prinzip von Endometrioseherden betroffen sein. Ist natürlich eine Rarität, die meisten Endometrioseherde oder die meiste Endometriose findet einfach in der Bauchgegend statt, im Bauchraum und vor allen Dingen bei den inneren Geschlechtsorganen der Frau. Aber theoretisch ist das beschrieben, es gibt Fälle, wo sogar eine Endometriose im Gehirn diagnostiziert wurde. Aber da ist genau der Punkt, die häufigste Lokalisation ist tatsächlich das weibliche innere Geschlechtsorgan und vor allen Dingen sehr häufig betroffen sind die Bänder, die die Gebärmutter festhalten. Das ist ein sogenanntes Sacrouterid-Band, da sind sehr, sehr oft Endometrioseherde. Oder an den Eierstöcken selbst, da sind auch sehr oft Endometrioseherde zu finden und am Blasendach. Das heißt, die Blase vorne, die da vorne dran sitzt, die kann auch sehr, sehr häufig betroffen sein von Endometriose. Wie sehen denn jetzt eigentlich die Symptome einer Endometriose aus? Wir haben gerade gesehen, die Lokalisation in einer Endometriose ist super, super verschieden und unterschiedlich und entsprechend unterschiedlich können auch die Symptome sein. Allen voran geht auf jeden Fall der Schmerz und zwar ist das meistens ein zyklusabhängiger Schmerz. Wir haben schon gelernt, das ist eine Gebärmutterschleimhaut, die versprengt ist, nicht da ist, wo sie hingehört. Nichtsdestotrotz unterliegt die trotzdem den hormonellen Einflüssen. Das heißt, wenn du zu deiner Periodezeit kommst und die Hormone dort einfach ansteigen, steigen und wachsen auch diese versprengten Endometriosezellen, die versprengten Gebärmutterschleimhautzellen an. Und das kann auch Schmerzen verursachen, je nach Lokalisation dieser Herde. Dabei ist ganz wichtig zu wissen, dass es aber nicht sein muss. Wir haben ganz oft Laparoskopien, also Bauchspiegelungen bei Frauen gemacht, die überhaupt keine Symptome hatten und der ganze Bauch war quasi voller Endometrioseherde. Wo wir dann anschließend gefragt haben, hatten sie denn zyklusabhängige Schmerzen, sonderliche Schmerzen? Haben die gesagt, nee, eigentlich war alles so ganz normal, wie ich es schon immer kannte. Also es muss nicht sein, dass eine Endometriose, wenn man die im Bauch sieht, auch symptomatisch sein muss. Andererseits muss es auch nicht von der Größe korrelieren. Das heißt, wir haben Endometrioseherde, die sind teilweise richtig so münzgroß. Dann gibt es wieder ganz kleine Stippchen und die Frau mit den ganz kleinen Stippchen hat vielleicht viel, viel mehr Schmerz als die mit diesen riesigen Zellhaufen. Es ist ganz unterschiedlich, wie die Ausprägung einer Endometriose dann auch symptomatisch ist. Das mag natürlich auch zum einen an dem Schmerzempfinden der Frau liegen, aber es scheint, das ist noch total ungeklärt, auch andere Mechanismen zu geben, die die Schmerzen oder die Symptomatik beeinflussen können, unabhängig von der Größe und der Ausbreitung. Ein zyklusabhängiger, starker Schmerz, Unterleibsschmerz, wäre also typisch und da kommen wir auch schon zu der Schwierigkeit der Diagnostik. Jede Frau, die schon mal eine Periode hatte, die kennt auch mal schlimmere Phasen und mal schlimmere Perioden und mal bessere. Und wie gesagt, die eine Frau, die ist ganz schmerzgeplagt, die andere Frau, die steckt das locker weg. Da ist gibt es ganz große Unterschiede und deswegen macht es auch für den Arzt Schwierigkeiten, das allein von diesen Erzählungen her einzuschätzen, ob das jetzt eine Endometriose sein könnte oder nicht. Aber zur Diagnostik kommen wir gleich noch.
Je nachdem, wo die Endometriose sitzt, zum Beispiel am Darm oder an der Blase, kann es auch zu Schmerzen beim Stuhlgang kommen. Es kann zu Blut im Stuhl kommen oder auch dasselbe beim Urinieren. Es kann sein, dass man beim Pipi machen Blut da drin hat oder auch totale Schmerzen, dass man denkt, ich habe eine Harnblasenentzündung, aber tatsächlich steckt da eine Endometriose dahinter. Außerdem haben wir ja schon gelernt, dass sogar die Endometriose in der Scheide vorkommen kann, also in der Scheidenschleimhaut. Und das macht natürlich erhebliche Schmerzen auch beim Geschlechtsverkehr. Frauen, die extreme Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben, sollten sich auf jeden Fall einmal untersuchen lassen, sorry, ob da nicht eine Endometriose dahinter steckt. Sollte die Endometriose zum Beispiel im Gehirn vorkommen, was sehr selten ist, aber es kann passieren, hat man chronische Kopfschmerzen. Sollte es in der Lunge vorkommen, hat man chronischen Reizhusten. Es gibt also mannigfaltige Symptome, die eine Endometriose beschreiben. Der Klassiker ist sicherlich der zyklusabhängige Schmerz, aber auch zum Beispiel Blähungen, Verstopfungen, all das kann einfach herrühren von einer Endometriose. Und ihr merkt schon, das sind so viele unterschiedliche Symptome, die so viel auch Gründe haben könnten, dass die Diagnostik einfach sehr, sehr schwer ist. Der größte Block der Symptomatik bei Endometriose ist und bleibt aber der Schmerz, das können wir so festhalten. Und der zweite Block ist aber auch die Sterilität. Ich habe es eingangs schon gesagt, bei bis zu 50% einer Sterilitätsursache kann eine Endometriose oder steckt eine Endometriose dahinter. Das ist also ein sehr, sehr häufiger Grund für eine Sterilität bei der Frau. Warum das so ist, ist teilweise auch noch ungeklärt. Okay, eine Endometriose macht Adhäsionen, macht Verklebungen, macht Vernarbungen im Bauchraum, kann auch mal, wenn sie im Eileiter sitzt, den Eileiter so verkleben, dass da keine Eizelle mehr durchkommt. Aber man hat auch festgestellt, dass Frauen mit einer Endometriose und einer super Tubendurchgängigkeit, also einer super Eileiterdurchgängigkeit, trotzdem nicht schwanger werden können. Also irgendwas Hormonelles scheint da auch noch dahinter zu stecken. Da ist man gerade so ein bisschen in der Forschung dran, woran das eigentlich liegen könnte. Aber schon sehr auffällig, dass bis zu 50% der Sterilitätsursache auf eine Endometriose zurückzuführen ist. Dann kommen wir zur Diagnostik. Wie kriegt man also raus, ob du jetzt eine Endometriose hast oder eben nicht? Und das habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen, ist gar nicht so leicht. Die Diagnostik besteht nämlich aus mehreren Blöcken und bis auf einen Block ist die relativ unspezifisch. Als erstes unterhalten wir uns oder unterhalten die Ärzte sich natürlich mit euch. Sie fragen, wann kommt das immer zur Periode, wo tut es weh, ist das immer die gleiche Stelle, gibt es andere Sachen, die irgendwie Beschwerden machen, wie eben Verstopfungen oder auch Blähungen oder Kopfschmerzen etc. Also diese Anamnese, wie wir Mediziner das nennen, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, muss man auch sehr ausführlich führen, ist natürlich aber auch recht unspezifisch. Der zweite Block ist natürlich die körperliche und gynäkologische Untersuchung. Ich habe es vorhin erwähnt, das kann auch mal in der Scheide vorkommen oder an der Vulva. Es muss überall geschaut werden, auch die Scheidenschleimhaut innen muss sich einmal angeschaut werden, ob man da irgendwo Endometrioseherde sieht. Dann kann man einen Ultraschall machen, der vaginale Ultraschall kann sehr genau sein, aber bei der Endometriose ist es einfach so, man sieht diese kleinen Herde einfach nicht. Man kann jetzt eine große Zyste sehen, das sind sogenannte Schokoladenzysten, also die sehen wirklich dann in der Bauchspiegelung ähnlich aus wie flüssige Schokolade, wenn man die aufsticht, hört sich ein bisschen eklig an, aber es ist tatsächlich so, werden deswegen auch Schokoladenzysten genannt. So eine Zyste könnte man sehen per Ultraschall, ist per se aber jetzt auch noch nicht absolute Kriterium für, okay, das ist eine Endometriose, sondern das ist nur ein Hinweis. Wenn man bei der Anamnese erzählt, dass man Blut im Stuhl hat oder auch Blut im Urin hat, kann man natürlich mal in den Darm gucken durch eine Rekto- oder Koloskopie. Man kann mal einmal eine Blasenspiegelung machen, dass man mal schaut, ist da irgendwas in der Blase. Das sind alles Dinge, die man machen kann. Und der Goldstandard zur Diagnostik ist leider, muss man sagen, einfach die Bauchspiegelung bzw. die histologische Sicherung. Histologische Sicherung heißt, man entnimmt eine Probe, schickt das unseren Pathologen ein und die sagen einem dann unter dem Mikroskop, das ist eine Endometriose. Dann steht erst die Diagnose. Man braucht zur Diagnose einer Endometriose einfach eine Probenentnahme. Und das geht meistens mit einem relativ invasiven Eingriff einher. Also entweder ist das eine Bauchspiegelung, dass man einmal in den Bauch reinguckt und schaut, ob man da Endometriose findet und diese sichert und auch verödet. Oder man hat eine Darmspiegelung, wo man dasselbe macht, oder eine Blasenspiegelung. Letztere beiden sind natürlich weniger invasiv als eine große Bauchspiegelung. Also die Diagnostik gestaltet sich sehr schwierig. Es gibt viele unspezifische Hinweise und nur eine definitive Aussage und die trifft der Pathologe unter dem Mikroskop und dafür braucht man eben eine Probenentnahme. Wie sieht nun die Therapie einer Endometriose aus? Und da gibt es eigentlich nur zwei Blöcke. Das ist zum einen die medikamentöse Therapie und die operative Therapie. Fangen wir mal mit der medikamentösen an. Zuallererst würde man natürlich versuchen, diese Symptome mit Schmerzmitteln ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Wenn du also zyklusabhängig immer zu deiner Periode sehr, sehr starke Schmerzen hast, würde man erstmal gucken, dass man zu dieser Zeit mit Schmerzmedikation versucht, die Symptome so weit in den Griff zu bekommen, dass man nichts weiter braucht. Außerhalb der Periode sind die Symptome im besten Falle nicht so stark, sodass man da gut ohne Medikation auskommt. Sollten die Symptome aber auch außerhalb der Periode oder auch während der Periode so stark sein, gibt es auch noch andere Medikationen, die man versuchen kann. Und wir haben vorhin schon gelernt, diese versprengte Gebärmutterschleimhaut unterliegt dem Hormonhaushalt, ist also hormonabhängig. Und was machen die Gynäkologen dann? Sie greifen quasi in den Hormonhaushalt der Frau ein. Und da gibt es verschiedenste Wege, wie man das machen kann. Das gängigste in der Vergangenheit und was man heute auch noch sehr, sehr oft macht, ist natürlich eine Art Pille. Und zwar ist das eine Gestagen, also eine progesteronbasierte Pille, die man geben kann, um einfach diese Hormone insofern runterzuschrauben, dass die zyklusabhängigen und hormonabhängige Wachstum dieser Endometrioseherde gemindert wird. Das Ganze versucht man auch in einem langen Zyklus zu geben. Das macht man heutzutage. Die Studienlage ist da gar nicht so eindeutig, dass ein langer Zyklus wirklich besser ist. Da ist noch gerade ganz viel Forschung am Laufen. Aber momentan gibt man einfach diese gestagenbetonten Pillen im langen Zyklus, dass man keine Zykluspause hat, dass nicht die eigenen Hormone wieder hochkochen können und quasi die Endometrioseherde wieder zum Wachstum anregen. Die Gestagene kann man sich auch in einer lokalen Therapie zunutze machen bei einer Endometriose in Form einer Spirale. Es gibt Spiralen, die nur eine Gestagenkomponente haben, die man quasi einlegt. Das wirkt natürlich besonders gut auf Endometrioseherde in der Uterusschleimhaut, also in der Gebärmutterschleimhaut und ein bisschen drumherum. Dadurch, dass es dann lokal wirken kann, ist diese Methode gar nicht so schlecht. Bei Endometrioseherde, die außerhalb von der Gebärmutter oder weit weg sind, hilft es natürlich, wie man sich logischerweise vorstellen kann, nicht so gut. Sollten die Symptome trotzdem so schwerwiegend sein oder gar nicht in den Griff zu bekommen sein, auch mit diesen hormonhaltigen Präparaten, gibt es noch eine andere Methode der Medikation. Das sind sogenannte GnRH-Agonisten. Den genauen Wirkmechanismus werde ich jetzt nicht erläutern, das ist ein bisschen komplexer. Formulieren wir es mal so, das ist eine medikamentöse Kastration der Frau. Das klingt total heftig und unterm Strich ist es das aber. Man gibt also ein Medikament, was dem Kopf, also der Hypophyse, sagt, okay, hier ist genug Hormon, wir können die ganzen Hormonrezeptoren zurückschrauben, wir brauchen überhaupt keine Hormone mehr und die Symptomatik ist dann nichts anderes als eine Wechseljahrssymptomatik. Man befördert also von mir aus ein 20-jähriges Mädchen sofort in die Wechseljahre, weil man ihr einfach komplett die Hormone entzieht mit diesem Medikament. Und das ist natürlich auch sehr, sehr nebenwirkungsreich, kann man sich vorstellen. Es gibt dabei noch eine Add-Back-Therapie, wo man dem Körper trotzdem noch niedrig dosiert Hormone zuführt, dass eben diese Wechseljahrssymptomatik nicht so stark ist. Wechseljahrssymptomatik, das ist Hitzewallung, das ist eine Scheidentrockenheit, Gemütsveränderung, psychische Veränderung eben, also alles, was dazugehört, was man vielleicht von seiner Mutter schon mal gehört hat, da versucht man mit dieser Add-Back-Therapie ein bisschen diese Nebenwirkungen in den Griff zu bekommen, aber unterm Strich ist das schon ein sehr, sehr heftiger Eingriff in den Hormonhaushalt und man darf das auch gar nicht länger als 6 Monate ungefähr durchführen, denn dann ist die Grenze quasi erreicht, da muss man auch langsam wieder zusehen, dass die Symptome besser geworden sind. Ich habe es zwar anfangs erwähnt, das ist eine Forgotten Disease, also eine vergessene Erkrankung. Nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile doch viele Studien und experimentelle Formen, wo man neue Medikationen ausprobiert. Ein sehr vielversprechendes Medikament sind die sogenannten SERMs, selektive Östrogenrezeptormodulatoren. Dieses Wort kriegt bei Scrabble viele, viele Punkte, aber ihr müsst euch nicht merken. Ich wollte nur sagen, die Forschung ist jetzt so ein bisschen dran, da neue Medikamente auf den Markt zu bringen, die nebenwirkungsärmer sind und trotzdem eine sehr, sehr gute Wirkung auf die Endometrioseherde haben. Da gibt es ganz vielversprechende Ansätze. Bleibt abzuwarten, was die Zukunft da bringt. Es wäre auf jeden Fall gut, dass es ein Zwischending zwischen wirklich diesen GnRH-Agonisten gibt und diesen Pillenformen. Dann kommen wir zum Schluss zu der operativen Therapie. Ich habe es vorhin bei der Diagnostik schon einmal erwähnt. Es gibt also die Möglichkeit, per Bauchspiegelung in den Bauch einmal reinzugucken und die Endometrioseherde, die man sieht, zu veröden oder sogar auszuschneiden. Wenn man diese Schokoladenzyste, von der ich vorhin gesprochen habe, sieht, kann man die sehr, sehr schön ausschneiden und diesen Zystenbalg entfernen und die Endometrioseherde, die man überall sieht, kann man einzeln veröden. Problem an der Sache ist zum einen, es gibt Herde, die man nicht sieht, oder aber auch Herde, die so am Darm oder so verbacken sind, wo man sich einfach nicht wirklich per Bauchspiegelung
dran traut. Eine Endometriose kann also wirklich so fulminant sein, dass da Darm und Becken und Peritoneum, also Bauchfell, so verwoben sind, so verbacken sind, dass man da gar nicht gut hinkommt, ohne da einen Teil vom Darm zum Beispiel entnehmen zu müssen. Und das ist natürlich sehr, sehr lästig. Das weiß man dann auch erst in der OP. Und der zweite Punkt, der bei der operativen Therapie so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist, dass so eine Endometriose sehr zu Rezidiven neigt. Sprich, die kann wiederkommen. Und zwar in Abstand von Jahren sogar. Also nach 1, 2 Jahren kann schon wieder Endometrioseherde überall sein. Die Symptomatik nimmt auf einmal doch wieder zu und dann hat man schon wieder das Problem, mache ich jetzt eine medikamentöse Therapie oder muss ich nochmal operieren und nochmal den ganzen Bauchraum sanieren von Endometrioseherden. Das gestaltet nicht nur die Diagnostik sehr, sehr schwer, sondern auch die Therapieform. Gerade wenn Kinderwunsch besteht, kann man sich vorstellen, ist diese antihormonelle oder hormonelle Therapie gar nicht so super toll. Und operieren ist auch immer etwas, was man sich 3-4 Mal überlegen muss, gerade bei jungen Patienten. Macht also das ganze Rundumpaket Endometriose zu einem sehr, sehr schweren und schwerwiegenden Problem für Patient, aber auch für uns Ärzte. Wie wir jetzt gehört haben, ein relativ schwieriges Thema, schwierige Diagnostik, schwierige Therapie, hohe Frustrationsrate sowohl bei den Patientinnen als auch bei den Ärzten. Alles in allem muss viel gesprochen werden, es muss viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ich hoffe, ich konnte hiermit meinen Teil der Aufklärungsarbeit leisten. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich doch bitte mit einem Daumen nach oben wissen, abonniert diesen Kanal, addet mich auch bei Facebook und Instagram, um gar nichts mehr zu verpassen. Da poste ich manchmal auch ein paar Internas aus dem Kreissaal oder aus dem Leben eines Arztes. Ansonsten, wenn euch der Pulli gefällt oder auch vorhin dieser Gebärmutter-Shirt, das gibt's alles in meinem Shop, Link dazu unten bitte in den Kommentaren oder in der Infobox einmal nachlesen. Wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Weiterbrüten, Kinder kriegen, Kinder machen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.